Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout New Vegas Lonesome Mode. Einem DLC, was mir doch immer mehr dann langsam gefällt. Wir haben keinen Begleiter mehr. Da freue ich mich nicht so drüber. Da hinten ist der Tempel. Schön, wie das mit den Sonnenstrahlen hier ist, ne? Finde ich. Das ist ein Thumbnail-Bild. Das könnte ein Thumbnail-Bild sein. Oh, falsche Waffe. Oder ist hier gerade zufällig irgendwo einer? Sehe ich jetzt auf Anhieb nicht. So, Waffen, Paciencia, Muni, Hohlspitz, los. Ich muss also jetzt noch taktischer und mit noch mehr Einsatz von Stimpaks vorgehen. Weil ohne Begleiter, ne, ist halt kacke. Nichts. Und ich muss deutlich öfters jetzt, also beziehungsweise überhaupt jetzt hin und her reisen, weil ich habe halt keinen Begleiter mehr. Und mein Normalgewicht liegt 60 unter Maximum. Was jetzt nicht wirklich viel ist. Da einfach raus? Oder ins nächste Stockwerk? Boah. Das kann man so auch machen. Ich glaube, da hinten sind wieder diese Tunnelgräber. Wo muss ich denn genau hin jetzt eigentlich? Direkt zu Illusis Tempel, okay. Perfekt. Ich alles gebrauchen. Puh. Ich glaube jetzt wirklich nur noch zwei Folgen, bis die Folge zu Ende ist. Scheiße. Ich will dahin. Hier zur Kläranlage. Was ist denn hier? Ein Kühlschrank, natürlich. Oh, fuck! Wenn ich nicht ganz schnell was finde, wo ich die aus... Ich die angreifen, das sind zwei. Das sind zwei fucking Todeskrallen. Okay, es ist nur noch eine. Eine ist aber immer noch eine zu viel, weil man ein Level up. Kann das Level up mal aktiv werden? Oh, wieder mit Perk. Ja, ich mache, ne? Hier schleichen höher. Sprengstoff höher. Und gucken, was wir für neue Perks haben unten. Tageshelle. Nichts so Besonderes. Gibt es jetzt überhaupt noch irgendwas ab hohen Leveln oder so? Bei Stufe 50 oder so? Ach, hier. Oh, bei Stufe 50 gibt es drei Stück. Es war häufig so knapp, dass die vorher...
Niemals ändert sich an ihrer Vergangenheit, denn jeder dachte, dass sie tot sind. Ihr Karma wird auf Null zurückgesetzt. Aha. So ist es jetzt nicht. Vielleicht waren sie mal böse, aber jetzt sind sie jetzt nicht mehr. Ihr Karma wurde auf Null zurückgesetzt. Ihre inneren PB 25% schneller. Ich würde das dann wahrscheinlich nie. Obwohl, eigentlich will ich nicht mein Karma zurücksetzen. Das ist eigentlich geil. Tragen der Last. Ja, aber erstmal, was wir hier haben. Weißt du was, wir machen das. Tragzelle, das ist gut. Da kann man mit schleichen. Unsere Schleichfähigkeiten sind ja schließlich jetzt auch. Ich sag mal, die Mensch gestiegen in der letzten Zeit. Was ja auch absolut notwendig ist, weil. Ja, ist ein bisschen gefährlich ohne. Wir ja festgestellt haben. Aha. Wow! Das sind nur normale Menschen, okay. Ich sag mal halbwegs harmlos. Oh, gegen die Sonne ist nicht gut. Na. Scheiße, man kriegt die schnell Gesundheit. Was ist denn los mit denen? Eigentlich muss ich denen die Beine wegschießen. Ne, keine Chance. Bisschen gröber. Kämpfen. Ich darf mir auch keine Zeit lassen dabei, weil die Rennen generieren sich ja so brutal. So. Aha. Macht auch ein bisschen Bumm. Der hat einen Plasma-Defender, der nichts bringt. Ein Scharfschützenkarabiner. Eine Todeskralle, ja gut. So, wieso habe ich diese Orte dann immer noch nicht entdeckt? Und Lustes Tempel bin ich doch direkt drunter. Ich bin ich gar nicht. Ich glaube, ich muss da hoch. Kann das sein? So, ich kriege einen Schleichbonus, wenn das Licht an ist. Habe ich ja jetzt. Wissen wir jetzt. Vorkriegsgeld. Wow!
Komm schon. Oh, da ist jemand aber gebumst. Tornisterladung. Ach, nee. Hat mir ein zu kleines Verhältnis. Was macht Boom? Und jetzt will ich aber mal ganz ehrlich diese zwei Punkte hier entdecken. Abfallentsorgung und Abwasserklärung. Asche einer. Das ist Ash Kutcher. Er ist ziemlich eklig im Abwasser einer Oh. Da? Ach ja, direkt zwei. Huch! Das mit den Stimpaks ist mir ein bisschen zu dämlich. Mit den Stealth Boys. Vor allem, dass ich die nicht angesehen kann, obwohl ich sie sehe. Kriege ich gerade ein bisschen Aggression dadurch. Nicht so einen Scheißsturm jetzt. Das wäre das Letzte, was ich will. Zwei Simplex waren viel zu viel. Warum, Mann? Natürlich! Ja. Dazu sage ich halt einfach nichts, weil es einfach nur dumm ist. Huch! Eine Brandgranate. Könnte ich eigentlich mal da reinwerfen, ne? Genau. War nicht abgesprochen, sagen wir es mal so. Naja. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich hätte gedacht, dass das halt so die schwersten und einzigen Gegner sind. Das hätte auch vom Stil, finde ich, mehr gepasst als mit diesen Tunnelgräbern. Muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ja, macht die Zeitlupe noch länger.
Bringt halt viel Geld, ne? Tempo. Elektronenakkubeladung. Oh, kein Gatling-Laser. Bringt auch viel Geld. Jetzt kann ich warten, dass die Feinde in der Nähe. Ich glaube, hier könnte ich aber warten, theoretisch. Wie spät haben wir es? 15:47. Kann ich hier schlafen? So bescheuert, ne? Oh. Es ist total sinn... Ne, es ist gar nicht sinnlos. Ich will nämlich noch zur Abwasserkläranlage vorher. Oh, mehr als die Hälfte haben wir schon mal. Aua. 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 Du willst meinen Zorn spüren? Viel Spaß. So. Hier war ich schon mal in diesem Gebäude, glaube ich. Aber dadurch, dass ich jetzt hier diesen Zünder weggemacht habe, kann ich, glaube ich, jetzt durch das Ding da durch und dann... Verstehst du? Und ich könnte ein paar Höhlenpilze wieder fressen. Eine Truhe, die ist praktisch. Nein. Ich mache diese Dinger halt einfach nicht mit. Da kann man mir sagen, was man will. Ich mache die Alte einfach nicht mit. Einfach aus keine Lust. Au. Ich weiß, dass ich überlastet bin. B. So, Abwehr. Oh. Hab ich gar nicht gesehen. Da, ich will nicht in der Abwasserkanalisation gehen. Nee, da habe ich gerade keine Lust drauf. Aber das ist ein Scharfschütze. Den kann ich noch erledigen. Am besten mit sowas. Oh. Na. Klinge ist das. Achso. Tschüssi. Eine Buschbüchse. Ein Stimpack. Die Klinge des Westens. Ich gehe... Aber noch einmal, vorher zum Kennen hier im Wrack, also beziehungsweise in die Städte und so.
Weil ich habe jetzt wieder, ne? Ladung ist voll. Eieieiei. Jetzt geht's aber ab hier. Hier ist nichts gewesen. Ach nee, die Sachen, die ich hier habe, kann ich alle verkaufen. Hallo. Was kann ich für Sie tun? Mir Geld geben. Ich dafür Stimpacks krieg. So, Arzttasche habe ich hier noch Sachen. Da habe ich jetzt auch nichts Geld. Ein paar Hülsen. Raketen, natürlich. Splittergranate geht immer. Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. So. Schauen wir mal. Schön. Dann noch kurz in die Waffen schiebern. Da. Und dann kann es auch schon ins Ende gehen, würde ich sagen. Klingt jetzt bestens das. Das. Den Wrack. Oh, nee. Da war ich zu früh. Und hier zu Lysis Tempel. Ich würde sagen, ich mache einen Cut. Bis zur nächsten Folge und tschüss.